Vor ein paar Jahren noch hätte man noch gar nicht darüber nachgedacht, über dieses Fahrzeug hier ein Video zu drehen. Wir haben hier einen BMW 5er E39 in der Touring-Version. Eigentlich ein Fahrzeug, wie es bis vor einiger Zeit noch sehr oft und häufig auf der Straße zu sehen war. Schön langsam werden die Fahrzeuge jetzt aber auch vom normalen Straßenbild verschwinden, einfach aus Altersgründen. Natürlich einer der Hauptgründe, das Problem, was eben beim E39 bekannt ist, eben der Rost. Und genau aus dem Grund haben wir uns jetzt den Anlass genommen, einfach mal dieses Fahrzeug, das wir jetzt gerade erst bekommen haben, im Video hier zu belichten. Weil das Auto hat wirklich einen sensationellen Zustand und hat auch die ganz seltene Kombination Benzinmotor, was natürlich gerade in heutigen Zeit hier bei uns in Deutschland zumindest sehr wichtig ist, mit der seltenen Touring-Variante und einem Handschaltgetriebe. Hier nämlich als 525i in der Edition Lifestyle-Ausführung. Über den E39 findet man wahnsinnig viele Videos bei YouTube und auch die Fachzeitschriften haben ja genug darüber geschrieben. Hier geht es eigentlich gar nicht darum, jetzt irgendwas mit dem Fahrzeug selber die Modellreihe zu erzählen, sondern einfach nur mal zu zeigen, in welchem superschönen Zustand ein Fahrzeug dieser Baureihe heute noch erhalten sein kann, wenn es dementsprechend gepflegt wurde. Hier haben wir nämlich jetzt ein Fahrzeug, das gerade mal knapp über 89.000 Kilometer gelaufen hat. Und einfach mal für jemanden, der so ein Auto auf der Suche ist, für sich zum Kaufen, kann man einfach mal anhand von diesem Fahrzeug jetzt dokumentieren, dass eben auch als solche E39-Fahrzeuge bei entsprechender Pflege wirklich keinerlei Probleme mit den typischen Schwachpunkten, gerade eben karosseriemäßig Rost und so weiter, hat. Man sieht also auch hier rundherum um die Kotflügel ist überhaupt keine Anzeichen von Rost zu sehen. Ganz wichtig auch der Schwellerbereich hier unten, der immer sehr gerne an den Kanten oben Richtung Tür anfängt zu blühen. Da natürlich auch die Türkanten selber, rundherum im vorderen Bereich, untere Kante, überhaupt keine Spur von Rost. Die typischen Stellen natürlich auch hier Spiegelfüße und so weiter. Das kann man natürlich relativ schnell beheben, indem man es austauscht oder zumindest lackiert. Aber wenn eben die Karosserie schon befallen ist von Rost, dann macht das ganze Fahrzeug einfach schon keinen Spaß mehr, wenn man es wirklich für längere Zeit fahren will. Und da wollen wir einfach mal zeigen, dass auch wirklich E39 gibt, die in einem absolut perfekten Zustand dastehen, eben bei dementsprechender Pflege. Auch hier hinten herum an der Kante zur Seitenwand nichts zu sehen von Rost. Tankdeckel im einwandfreien Zustand rundherum um den Einfüllstutzen. Also bei dem Fahrzeug hat es sich wirklich gelohnt, dass man mal zumindest mal mit der Kamera kurz drüber geht, einfach um zu zeigen, dass bei entsprechender Suche und wenn man natürlich auch so ein Auto wirklich als Liebhaberfahrzeug für die Zukunft haben will, es sich lohnt, länger zu suchen und dann findet man vielleicht noch ein paar von diesen Fahrzeugen in entsprechendem Zustand, wie dieser hier ist. Bei dieser Ausstattungsvariante Edition Lifestyle gehört eben auch unter anderem die komplette schwarz angehaltene Einfassung von den Türscheiben. Also normalerweise ist es ja alles in Chrom. Hier haben wir jetzt die normale Shadowline-Ausstattung. Und die gibt es auch wahlweise in Hochland-Shadowline. Die hat jetzt dieses Fahrzeug nicht. Dazu natürlich hier noch ein schönes Glasschiebedach mit dazu. Und das Fahrzeug ist bei Edition Lifestyle auch etwas vom Fahrwerk abgesenkt. Das hat die sportliche Fahrwerksabstimmung. Und beim Touring jetzt hier bei dem speziellen Fahrzeug auch noch extra noch in Kombination an der Hinterachse mit der Niveauregulierung. Dadurch hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man mal wirklich irgendwie ein bisschen mehr zuladen will, Urlaubsfahrt oder eben einfach nur hobbymäßig, bleibt das Auto immer schön gleich von der Straßenlage her und man hat ein bisschen mehr Fahrspaß durch das etwas tiefer gelegte, etwas straffere Fahrwerk. Auch die Felgen haben so gut wie keinerlei Macken. Das sind jetzt die 17 Zoll Felgen, 8x17 mit dem Y-Speichendesign. Die gehören zu dem Lifestyle-Paket mit dazu. Und dahinter befindet sich das komplette aus Aluminium bestehende Fahrwerk. Deswegen macht es also keinen Sinn, wenn man auf so ein Fahrzeug jetzt zum Beispiel Stahlfelgen drauf macht. Damit wäre dann die ganze Arbeitsleistung von den Ingenieuren
sich mit dem Material zu beschäftigen, dahin, wenn man dann auf einmal im Winter mit Stahlfelgen fährt, was vom BMW auch überhaupt nicht vorgesehen war, aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch, Stahlfelgen drauf zu machen. Nur als Hinweis, bei den Fahrzeugen immer nur mit Aluminiumfelgen fahren. Bleiben wir jetzt erstmal bei der Karosserie. Da haben wir natürlich beim Touring den Vorteil von der großen Heckklappe. Da lässt sich die Scheibe separat auch öffnen und der komplette Kofferraumdeckel lässt sich auch schön hochschieben. Und man sieht auch hier wieder an den typischen Kanten, wo eben der 39 dafür bekannt ist, überhaupt kein Anzeichen von Dreck oder irgendwelchen Rostspuren. Und die E39 ist eigentlich bekannt dafür, dass die Heckklappen so ziemlich immer anfangen zu gammeln und zu rosten. Also da sieht man auch wieder mal die Leistung des Vorbesitzers, in welchem Pflegezustand er das Fahrzeug über die Jahre gehalten hat. Dann haben wir hier den großen klappbaren Ladeboden. Auch vom Innenraum her sehr gepflegt. Darunter haben wir einen kleinen Werkzeugsatz, zumindest mit einem kleinen Schlüssel zum Radwechsel und die Felgenlos, ganz wichtig hier auch, Abschlepphaken. Darunter hat man nochmal die Möglichkeit, was abzulegen. Und auch noch ein komplett vollwertiges Ersatzrad, auch das unbenutzt, neu, genau die gleichen, die er auch montiert hat. Und auch wenn man hier unten reinschaut, unterhalb des Wagenbodens, die Kabel, alles picobello sauber verlegt, hier unten der Deckel. Alles sauber, keine Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenraum. Trocken und natürlich ganz wichtig, auch unfallfrei. Das heißt, an dem Fahrzeug ist auch noch nichts gemacht worden. Der Lack ist in allen Details original. Allerdings haben wir einen einzigen Schwachpunkt gefunden. Und zwar, wie wir schon gesagt haben, das ist eben der Schwachpunkt Heckklappe. Und genau hier an der Kante, ich gehe mal ein bisschen rüber, dass man es vielleicht ein bisschen sieht. Jetzt kann man es sehen. Genau hier hat er eben eine kleine Roststelle. Und das ist eben der bekannte Mangel, der ja selbst bei bester Pflege doch mal irgendwann kommen kann. In dem Fall ist es kein Problem, das heißt, da wird nur dieses Stück hier beilackiert und der Rest von der Heckklappe ist einwandfrei. Aber wenn man etwas länger sucht, kann man beim E39 fast immer doch irgendwo einen kleinen Punkt finden, wo es ein bisschen Rostprobleme gibt. Kommen wir mal zum Innenraum. Auch hier können wir mal ein bisschen zeigen, wie gepflegt der Zustand ist von dem Fahrzeug hier. Also die Türverkleidung, auch hier, wo sie mal gerne ein bisschen abgenutzt sind von den Gurtschnallen beim Aufmachen, dass die etwa hängen bleiben, teilweise richtig ja, eingedeckelt sind. Selbst hier sieht man überhaupt nichts von Abnutzung. Dann Einstiegsleistenbereich, auch da ist nichts Großes zu sehen, was jetzt irgendwie an Plastikabschürfungen angeht oder an den Chromeinlagen hier. Der ganze Innenbereich, Lenkrad und so weiter, ist wirklich im schönen, gepflegten Zustand. Was eben ganz schön ist bei dieser Edition Lifestyle, serienmäßig hier an Bord, die schönen BMW Sportsitze mit dem Teilleder. Hier alles in schwarz gehalten, in der Mitte mit dem speziellen Stoff zur Edition Lifestyle. Sportsitze selber sind sehr angenehm zu fahren, die sind jetzt in dem Fall nicht elektrisch verstellbar. Das wäre wieder Sonderausstattung gewesen. Da kann man eben auch mit einem Handgriff hier vorne noch die Oberschenkelauflage auf nach vorne oder nach hinten ziehen. Dann hier das schöne Sportlenkrad, gehört auch zur Edition Lifestyle mit dazu, in Kombination mit der Multifunktion. Links alles fürs Radio, fürs Telefon, wenn es an Bord hätte. Drüben hier ist der Tempomat. Ja, und Innenraum drinnen, setze ich mich mal rein. Eben typisch, wie man den E39 eh kennt. Alles schön aufgeräumt, sehr übersichtlich, Instrumentenkombi. Hier in dem Fall, dass wir kein Navigationssystem haben, 16:9. Einfach nur ein normales Kassettenradio, hat man hier auch diese Blende hier drüber. Dadurch läuft die Blende von ganz links mittig durch bis hinüber in einem Stück rundum laufend um den Fahrer und Beifahrer. Und auch hier wieder der Zustand auf dem Beifahrersitz, Einstiegsbereich, also wirklich super sauber gehaltenes Fahrzeug. Oben hat man hier auch noch einen schwarzen Dachhimmel,
Gehört also auch zu dem Edition Lifestyle-Paket mit dazu. Hier haben wir noch einen automatisch abblendenden Innenspiegel, genauso wie die Außenspiegel bei dem Fahrzeug hier automatisch abblenden sind. Und auch die sind nicht etwa wie so oft angelaufen rundherum um den Rahmen, sodass die Flüssigkeit sich löst, sondern auch da ist alles in Ordnung und die sind eben auch noch anklappbar, nämlich über diesen kleinen Schalter hier drüben. Einmal drauf gedrückt, fahren die Spiegel rein und wieder raus. Auch das funktioniert einwandfrei bei dem Fahrzeug. Ja, und natürlich das, was natürlich auch fast jede E39 hat, man sieht es hier unten. Ein paar Pixelfehler hat er natürlich, ist aber kein Problem. Das heißt, wir können das dementsprechend instand setzen lassen. Für knapp 100 Euro sowas circa kann man das alles dann, wie man jetzt hier sieht, hier unten wieder instand setzen. Dann funktioniert das auch wieder alles einwandfrei. Aber das ist eben typisch E39, das ist einer der bekanntesten Schwachpunkte, dass halt einfach diese Pixelanzeigen oft Probleme machen. Aber wie gesagt, ist für um die 100 Euro reparabel. Dagegen hier unten Radio und so weiter, was im unteren Bereich ist, Klimaanlage, da ist überhaupt nichts an Pixelfehlern zu sehen. Da passt alles. Darunter eben auch die Klimaautomatik, dann die kleinen Becherhalter, die ist damals so zum ersten Mal so beim 5er BMW überhaupt gegeben hat, Sitzheizung, eben auch das DSC-System, was sehr mäßig bei dem 5er E39 schon am Werk war. Park-Distance-Kontrolle vorne und hinten, ganz wichtig bei dem Auto. Und auch die Mittelkonsole, hier in dem Fall eben mit dem seltenen Handschalter. Keine großen Abnutzungsspuren, sichtbar. Der Aschenbecher auch nicht geraucht worden. Ja, also einfach nur mal zu zeigen, so kann ein Auto nach knapp 17 Jahren ausschauen, wenn es dementsprechend schon recht früh oder relativ früh in gutes Besitzerhand gekommen ist oder einfach die ganze Zeit über in guter Besitzerhand war. Auch hinten, da wo er bei solchen Fahrzeugen meistens nicht immer mitfährt, der Zustand, was die hinteren Sitze angeht, Kopfstützen, nahezu unbenutzt. Auch die Rückseiten der Sitze nicht irgendwie angeschrammt, wie es oft der Fall ist bei Fahrzeugen, wo doch meistens Familien unterwegs sind damit, mit Kleinkindern. Auch hier ist dann nichts zu sehen. Lüftungsbereich rundherum und Mittelkonsole. Oberer Bereich rund um die Sitze, Kopfstützenbereich. Alles in Ordnung bei dem Auto. Und ganz wichtig, eben hier unten, wo man immer drauf schauen sollte, hier um den Bereich der Türkanten, auch hier, das ist nur ein Gummidreck, das geht weg an der Stelle hier. Und hier rundherum, auch da an allen Türen rundherum, keinerlei Rostspuren zu sehen. Ja, darauf muss man immer achten bei dem E39. Und hier ganz gut noch mal zu sehen, hier am Schwellerbereich hier, wo es ganz gerne mal anfängt zu blühen. Keinerlei Anzeichen von Rost. Im Frontbereich hat das Fahrzeug auch bis auf minimalsten Steinschlag. Da muss man wirklich längere Zeit suchen, bis man da ein bisschen was findet. Fast keine Nutzungsspuren bei 89.000 Kilometer Laufleistung. Das spricht also auch dafür, dass das Fahrzeug bestimmt nicht die meiste Zeit auf der Autobahn unterwegs gewesen ist. Das Einzige, was wir sehen, ist hier und da ein bisschen Fliegendreck in dem Bereich hier unten. Das ist eben auch das Facelift-Modell mit den schönen Klarglasscheinwerfern, mit den runden Nebelscheinwerfern schon. Die abgeänderte Frontpartie mit der Stoßstange vorne. Und jetzt schauen wir einfach unter die Motorhaube. Da sieht man auch, dass das Fahrzeug auch vom Motorraum her immer schön gepflegt worden ist. Das heißt, das Fahrzeug hat regelmäßig immer die Service bekommen. Und dementsprechend sieht man auch am Pflegezustand vom Motor. Da ist kein Ölverlust zu finden, was ja bei den Motoren rund um den Ventildeckelbereich immer ganz gerne mal zu finden ist. Auch hier innen drinnen, Rathauskasten und so weiter, alles richtig schön vom Zustand her. Unter der Motorhaube auch kein Dreck zu finden, bis auf ganz leichte
ja, Spuren von Staub, von ganz normaler Fahrt, wenn man ein bisschen unterwegs ist. Hier oben haben wir ganz klein wenig hier in dem Bereich hier, was aber fast bei allen E46, E39 normal ist, die Schlösser hier, dass die ein bisschen anfangen zu gammeln. Das ist aber ein Handgriff, dann werden die theoretisch auch getauscht. Und ganz schön bei dem Fahrzeug auch, sieht man an dem Aufkleber da drüben, der ist ab Werk schon mit einer Standheizung ausgerüstet. Auch diese funktioniert bei dem Fahrzeug. Ist also nicht nachgerüstet, sondern schon so bestellt worden, das Auto. Und eben, wie schon gesagt vorher, Fahrzeug ist unfallfrei. Also auch hier vorne Schlossträger und alles ist im Originalzustand. Ist nichts verändert worden, nichts herumgeschraubt worden. Also das ist wirklich ein Auto für jemanden, der sowas wirklich auch längere Zeit fahren will und sich mit dem Thema schon länger beschäftigt hat, E39. Für denjenigen würde so ein Fahrzeug in Frage kommen. Ja, der Motor selber ist eben der bekannte M54 Motor, 6 Zylinder, hier mit der 2,5 Liter Version, 192 PS, als 525i. Das ist ja wirklich ein Motor, der für lange Laufleistung garantiert, bei entsprechender Pflege, Ölwechsel, Service, ist es ein Motor, den wir wirklich über viele Jahre lang fahren muss, ohne dass man Angst haben muss, dass gleich irgendwas passiert. Ganz wichtig sind so Sachen wie hier, Kurbelgehäuseentlüftung ist bestimmt auch schon mal erneuert worden bei dem Fahrzeug hier. Hier in dem Bereich Kühlwasser, Wasserpumpe, Thermostat und so weiter, das sind eigentlich die typischen Stellen, die eigentlich jeder kennt vom M54. Da ist auch schon bestimmt was gemacht worden, irgendwann mal im Laufe der Zeit. Es sieht nämlich alles relativ frisch aus noch am Fahrzeug. Und ja, zur Technik selber ist eigentlich nur so viel zu sagen. Das Auto funktioniert wirklich in allen Bereichen, was man testen kann. Kupplung tipptopp. Klimaanlage funktioniert einwandfrei, ist auch vor kurzem befüllt worden. Wie gesagt, Standheizung funktioniert. Und Bremsen und alles, was Verschleißteile angeht, auch Fahrwerksbereich, absolut top. Also da hat man kein Spiel in der Lenkung und das Auto macht richtig viel Spaß im Zustand, wie es jetzt da steht. Noch ein Wort zu der Seltenheit von einem E39 Touring, gerade mit einem Handschaltgetriebe. Erst mit dem E39 hat bei BMW eigentlich der Einzug von der Beliebtheit der Kombimodelle begonnen. Bis dahin waren die Kombis eigentlich relativ unbeliebt, weil bei dem Fahrzeug, bei der E39 Baureihe zum Beispiel, wurden nicht einmal 20% der Fahrzeuge als Kombis ausgeliefert. Heute ist es ja genau umgedreht. Da wird ja fast nur noch Kombi gekauft. Und gerade das macht eben diesen Touring bei der Modellreihe sehr beliebt, weil er einfach sehr selten anzutreffen ist. Und ja, gerade beim Facelift-Modell wurden ja immer mehr Diesel dann auch verkauft. Das ist eben eines der wenigen Benzinerfahrzeuge mit Handschaltgetriebe und eben als Kombi, als Touring und dann eben auch noch in so einem Zustand.